die Archimede Auto Protect 39. Eine absolut wunderbare Alltagsuhr, der Allrounder schlechthin. In diesem Video möchte ich euch diese wirklich tolle Uhr näher bringen. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ja, die Archimede Auto 39 Protect. Eine absolut tolle Uhr, ein wahnsinniger Allrounder und ich bin irrsinnig gespannt, was ihr dazu in die Kommentare schreibt. Ihr könnt auch meinen Kanal abonnieren, unten rechts oder am Ende des Videos. Oben rechts, dann verpasst ihr auch keines der nächsten 6 Videos. Ganz allgemein möchte ich sagen, dass ich von diesen 6 Videos, die ich über Limes und Archimede gedreht habe, mega überrascht war, denn alle 6 Uhren haben ein eigenständiges Gehäuse, da ist nichts doppelt oder repliziert. Wunderschön gearbeitet, qualitativ sehr, sehr hochwertig. Und heute geht es los mit der Archimede Auto Protect 39. Ja, unter den Kommentaren zu meinen letzten Videos habe ich mehrfach gelesen, ich möge doch bitte Wristshots der Uhren zeigen, damit man sie sich besser vorstellen kann. Dieser Bitte komme ich selbstverständlich sehr, sehr gerne nach. Ich habe einen Handgelenksumfang von ungefähr 17 cm und an meinem Handgelenk sieht die Uhr so aus. Dadurch, dass sie keine Hörner hat und nicht übersteht, passt sie auch an sehr, sehr schlanke Handgelenke und durch das integrierte Metallband macht sie einen wirklich guten Eindruck und sollte nach meinem Empfinden auch an breiteren Armen nicht zu klein oder spielzeugartig wirken. Diese Uhr ist nach meinem Dafürhalten extrem universell einsetzbar. In der Archimede Outdoor 39 Protect ist ein Zenitha SW 200 verbaut. Das Gehäuse hat einen Durchmesser von 39 mm. Beziehungsweise von 3 zu 9 oder 9 zu 3 einschließlich Krone von 42 mm. Das Gehäuse hat eine Höhe von gut 11 mm, 11,2 mm sowie eine Gesamthöhe von der Gehäusekante zur Gehäusekante von 43,5 mm. Die Uhr ist bis 200 Meter wasserdicht und Zeiger und Indizes sind mit Leuchtmasse belegt. Die Krone ist verschraubt und das Deckglas ist ein Saphirglas. Der Boden ist ein Stahlboden. Na, da haben wir es jetzt etwas schärfer. Der Boden ist ein Stahlboden und ebenfalls verschraubt. Das gesamte Gehäuse ist gehärtet mit einer Vickers-Härte von 1200. Also eine Oberflächenhärtung von 30 μm. Das Stahlband ist Standardstahl und nicht gehärtet. Die Schließe ist eine Archimede signierte Standardschließe mit Sicherungsbügel. Funktional hier haben wir kein volles Metall, sondern gefaltetes Blech. Ebenso in der ausklappbaren Tauchverlängerung. Was mir an der Uhr besonders aufgefallen ist, ist zum einen die Gehäuseform ohne erkennbare Anstöße, sehr schön gemacht. Das gesamte Gehäuse ist fein mattiert. Ich versuche das gleich auch noch mal etwas besser einzufangen. Ich finde die Integration des Datums in das Ziffernblatt sehr gelungen.
die arabischen Zahlen unterhalb der Blockindizes passen sehr gut zu dem weißen Datumsfeld, sodass es auf eine etwas größere Entfernung nicht direkt auffällt, dass die 3 durch das Tagesdatum ersetzt ist. Wirklich, wirklich gut gemacht und das gefällt mir sehr, sehr gut. Was für mich persönlich das absolute Highlight an dieser Uhr ist, das ist die Krone mit dem Kronenschutz. Man kann es hier ein klein wenig sehen, dass der Kronenschutz der Form der Krone angepasst ist und etwas rundlich ist und die Krone sehr schön umschließt und der Schutz selber hat auch noch einmal 2 Phasen, oben und unten, sodass sich das Ganze sehr organisch und weich anfühlt. Und wenn man einmal genau hinschaut, dann sieht man auch, dass die Krone fast komplett in dem Kronenschutz verschwindet und trotzdem absolut ausreichend griffig bleibt, um selbst mit Handschuhen problemlos bedient zu werden. Insgesamt muss ich sagen, dass die gesamten Kronen der Archimede- und Limes-Uhren, die ich auf dem Tisch hatte, sich extrem gut bedienen ließen, nahezu alle den gleichen Reibungswiderstand hatten, butterweich liefen, nichts gehakt hat. Also da war ich wirklich sehr von beeindruckt und das ist mir unmittelbar aufgefallen. Und noch einmal einige Nahaufnahmen. Ihr könnt sehen, dass die Uhr wirklich sauber verarbeitet ist. Hier kann man den Schliff etwas erkennen. Auf der abgeschrägten Fläche. Die Kanten sind sauber gearbeitet. Und hier noch einmal mein persönliches Highlight. Die Krone und die Integration der Krone in das Gehäuse. Das ist wirklich mein persönliches Highlight an dieser Uhr. Eine weitere Bitte, die ihr unter den Kommentaren geäußert hattet, war, dass ihr gerne Nightshots meiner Uhren sehen möchtet. Dieser Bitte komme ich natürlich ausgesprochen gerne nach. Ich habe einmal alle 6 Uhren aus dem Hause Ickler, die ich vorliegen habe, aufgelistet und nebeneinander gelegt. Heute geht es um die Uhr links oben, die Outdoor Protect. Wie ihr sehen könnt, auch nachts sehr gut ablesbar. Die Flieger ist ungeschlagen, was die Leuchtkraft betrifft, aber auch die anderen Uhren leuchten sehr gut, mit Ausnahme des Vollkalender-Chronographen. Auch im bewegten Bild könnt ihr sehen, dass die Autoprotect wirklich gut ablesbar ist und nachts eine ebenso gute Figur macht wie tagsüber. Mir hat das gefallen. Ja, was für Preise und Varianten gibt es zu dieser Uhr? Zum einen gibt es diese Uhr auch in einer 41 mm Variante mit einem Magnetfeldschutz. Es gibt sie als Chronograph und es gibt sie in gerade dieses 39 mm Modell in unterschiedlichsten Farbvarianten. Dieses Modell, was ich hier gerade in der Hand habe und euch zeige, kostet in der Ausführung, wie ich sie jetzt hier zeige, am Stahlband 960 Euro. Am Leder liegt die Uhr im April 2020 bei 880 Euro und am Silikonband bei 900 Euro. Vielen Dank, dass ihr reingeklickt habt und euch mein Video angeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch ebenso viel Freude gemacht wie mir. Falls ja, lasst gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben, Kommentare oder empfehlt mich schlicht und ergreifend weiter. Freut euch auf die nächsten Videos, die aus dieser Serie kommen und bis dahin, euer Watchmaxe.